hier in der Arbeiterstadt. Wo es bis jetzt eigentlich noch relativ gut aussieht. Doch. Ja, und hallo, hallo Toivo und hallo Alex. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, hallo, ja, freut mich auch sehr, ja. Freut mich, wer bist du eigentlich? Mad Dog Zeller. Letztes Mal hatte ich eigentlich vor, hier noch so einen Fernhafen zu bauen. Ich zeig's mal ganz kurz. Ich kann nämlich meinen Fernhafen an die gesamte Küste nicht bauen. Ich brauche Geld. Sondern nur hier hinten. Ja, das heißt auf die andere Insel. Und um auf die andere Insel zu kommen, muss ich eine Straße bauen. Die kann ich aber weder hier rüber... Also die kann ich hier nicht rüberziehen, ja. Das will er nicht machen. Sondern weil es hier zu steil ist, muss ich die hier hinten rüberziehen, ja. Alter Vater. Aber das heißt, ich lasse das erstmal. Und ich werde mir jetzt, glaube ich, mal so einen Busbahnhof bauen. Okay, können wir uns sogar leisten. Ja, ich würde mal sagen, den bauen wir mal. Den bauen wir einfach mal. Ach stimmt, wir haben ja gar keinen Polizeirevier. Ja. Ne, da muss erstmal die... Platz zum Erhöhen der Dichte. Naja. Meine Handlanger sollen mal ein bisschen hier arbeiten. Verdienen sie noch so. $3000. Verdienen sie noch $6000. Ja, wenn ich nur wüsste, wie ich überhaupt mein Geld verdiene, weil irgendwie macht keiner was. Die Streifenwagen aus Tetropolis helfen in Area 51, das Verbrechen zu bekämpfen. Ja, dann mach mal. Okay. Ja, ich wollte mal meinen Busbahnhof finden. Ich weiß nicht, ob ich dann... Ich werde wahrscheinlich in einer anderen Stadt dann auch irgendwie zumindest ein Busdepot brauchen, denke ich mal. So ein Shuttle-Busdepot. Depot. Genau. Aber egal. Bauen wir es einfach mal hier hin. So, platsch. Und jetzt bauen wir hier noch so ein paar... Wo genau kann ich diese Müllverbrennungsanlagen dran bauen? Was macht die? Warte. Weg. Park and Ride. Okay, na mal schauen. Ob die jetzt nicht die Ruhrbänder können, weil die haben jetzt nur in der anderen Stadt. In der anderen Stadt ist ja gar nichts, wo die anlegen können. Oh je, eine Verletzung, es tut weh. Okay, hier ist ekelhaft, aber egal. Okay, kein Geld, also das ist gut. 25. Das Abwasser wird hoffentlich auch schön rüber gepumpt hier. Jo. Boah, okay, das läuft noch. Abreißen, ne, ja. Tschüss. Alter! Was? Reiß ich das Ding ab, baut sich da erstmal so eine fette Villa hin. Oh Gott, ich hab kein Geld mehr. Upsi. Upsi. Bau dich hoch. Ja, okay, wir verdienen hier sehr wenig Geld in der Stadt. Alter, ja. Vor allem, dieser Busbahnhof kostet 750 pro Stunde. Alter. Okay, wir brauchen mehr Wohngebiete. Wir müssen die Steuern. Genau, wir erhöhen mal kurz die Steuern ein bisschen hier. Wie sieht hier mit der Bodenverschmutzung nochmal aus? Was war das hier, ne? Oh ja, das habe ich jetzt aber schön hier nochmal mit der Müllhalde. Oh. Schön verstärkt. So, wie kann ich nochmal diese Bäume bauen? Wo baut man Bäume normale? Bäume? Ja, Bäume, du gehst auf Parks ganz ah, ja, hier. Rechts, da kannst du irgendwie Wald bauen oder was abreißen. Keine Ahnung, wie das jetzt gleich aussieht. Einfach mal hier über die Bodenverschmutzung drüber. So ein bisschen Zeug pflanzen. Genau. Keller oder irgendwer meinte mal, dass das angeblich sogar was bringt. Also normalerweise, wenn man das jetzt realistisch betrachtet, sollte es, weil Bodenverschmutzung besteht, dann irgendwann noch im Nachhinein irgendwie die Bäume wieder töten. Getötet werden dadurch, dass da Bodenverschmutzung ist. Also nee, also ich habe jetzt hier also rein betrachtet. Ja, rein realistisch gesehen wäre es so. Ja, Moment mal, brauche ich, um eine Müllverbrennungsanlage zu machen, trotzdem noch eine Müllhalde? Also diesen Ablageplatz? Ja. Weil der sozusagen erst zwischengelagert und dann wird der verbrannt. Naja, meinetwegen, komm, verbrennt schneller, Junge. Alter, erhöht doch mal eure verdammte Dichte hier, ey. Verbrechen im Gange? Oh, Junge, meine ganze Stadt wird jetzt... Ah, ich hab schon drei Handlanger. Los, schicken. Wow, zu dritt haben sie gerade mal 50 Simoleons geholt. Der Bus ist total überfüllt. Ich melde mich heute auf der Arbeit krank. Schön. Ja. Bei euch schon wieder ein bisschen wenig verfügbar hier in der Stadt. An Wasser. Huch.
Oh, Magische Gefängnis- Verbrechensbekämpfung. Aha, aha. Haben wir eigentlich auch Schienen da drüben? Da drüben müssen wir auch Schienen haben. Was kann ich denn mal machen? Ich kann ja hier mal dem Alex. Alex, wo bist du? Wo ist denn deine Stadt? Da bist du. Wie geht's dir so? Was brauchst du? Du brauchst Plastik, oder was? Was ist das? Ja, brauch Plastik. Da steht's doch. Ich besuche jetzt mal den Alex einfach erstmal. Schau mich da mal um. Wie läuft's denn mit dir so? Du redest so wenig. Was? Ja, ich arbeite sehr selbstständig hier. Es läuft ganz gut hier mit Kohle, aber was Problem ist halt... Braucht Arbeiter der mittleren Prozessorenlager, ey. Das will irgendwie nicht so machen, was ich will. Verbessern Sie die Grundstückspreise der Wohngebiete, damit alle Arbeiter nach Heidelberg... Wohl, jetzt wird eigentlich gerade in Massen produziert. Das ist wunderschön. Du hast den Willis Tower gebaut? Ja. Hat nämlich sau viel Gewinn, wie du siehst. Wenn du mal drauf klickst. Ausgaben minus 600, Profit 33.000 am Tag! Von was? Oh ja. Durch diesen Willis Tower. Was hast du gemacht? Hast du wie kommen die Touristen zu dir mit was? Mit Bus oder von euch so pendeln die so rüber? Was ist denn der Willis Tower? So ein Tourismus Ding. Wenn du bei Spezialisierung Tourismus das ganz rechte. Deine Stadt geht ganz schön gut. Wie viel kostet der? Ich glaube irgendwas mit, guck doch mal einfach Spezialisierung, dann Tourismus, der kostet, wenn man ganz recht durchskippt. 140.000. Ja, da kann ich mit dem Kredit noch bezahlen. Gibt er mir Geld dafür? Oder freut er sich jetzt nur? Ansonsten, meine Leute schreien rum hier so mehr Wohngebiete, ja. Danke, ey. So, wir wechseln mal eben wieder die Stadt, weil wir brauchen Müll. Aber den Müll packe ich auch mit ins Gewerbegebiet. Ich weiß, die packen ziemlich viel da rein. Muss ich mal schauen, wie das mit dem Platz dann wird. Aber ich würde halt schon gerne mal so eine Stadt haben, wo... Und man kann 3 Willis Tower bauen. Oder ne, insgesamt nur 3 von den. Ah ne, 3 von den Dingern. Arbeiter aus Arbeiterstadt. Hochklassige Touristen. Arbeiter aus Arbeiterstadt. Mittlere Touristenattraktion. Der Willis Tower ist aber nur eine mittlere, ne? Gibt's auch hohe, die billiger sind? Kann man die auf dem Wasser bauen? Was ist denn los? Prozessorenlager ist voll! Was? Rathaus von Stockholm. Ach Gott, was sind das denn für Sachen? Oh ja, jetzt mache ich Gewinn, Junge. Der Willis Tower wirklich ein Tower? Zack, verkaufen. Nee, er ist ein Turm. Ach hier. Okay. Zack, verkaufen. Jetzt habe ich hier 220.000 verdient. Jetzt hole ich mir den aber auch gleich. Ja, jetzt mache ich dem Alex mal so ein bisschen nach. Hey! Oh, ich krieg ja gar kein Geld mehr. 800 pro Stunde, wegen meinen scheiß Krediten, ne? Steuern erhöhen. Ihr müsst alle mehr verkaufen. Bezahlen. Dankeschön. Müllhalde. Das nenne ich Polizeipräsenz. Brennt außer Kontrolle, das glaube ich nicht. Wetten, wenn ich jetzt nachgucken gehe, sagt meine Feuerwache wieder, dass alles super ist. Produktion angehalten, alles überfüllt, alles! Null pro Tag, da ist doch gar nichts los. Verkauft doch jetzt mal hier eure Prozessoren hier, gebt Gas, da kommt schon der erste Wagen. Los, go. Hier. So, und jetzt schicken wir hier mal ein paar Müllwagen rüber. So, 2 müssen erstmal reichen hier. Okay. Ja, das ist eigentlich... Alter, das hatte ich ja noch nie, dass mein Prozessorenlager, meine Prozessorenfabrik komplett überfüllt ist mit einfach allem. Das Abwasser macht uns krank? Ich schicke das doch zu euch. Wo hast du denn deinen Abwasser hin platziert, ne? Naja, also zu euch. Wasserknappheit schon wieder. Was will der denn, Wasserknappheit? Was braucht man eigentlich für die hohe Einkommensschicht und was pendeln die denn? Ja, wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich mit ihrer Limousine. Ich hab keine Ahnung. Was, wieso bin ich denn immer im Wasserknappheit jetzt? Ohne Witz, kann mal irgendeiner noch so viel Wasser produzieren, dass das funktioniert? Weil irgendwie meine Uni ist dauernd ohne Wasser und dann habe ich mir nur noch wieder Leute, die keine Ahnung mehr haben, weil das, was sie gestern gelernt haben, haben sie natürlich heute schon wieder vergessen. Deswegen sind die alle wieder ungebildet. Ja, ich weiß es nicht. Also ohne Witz, Alex, kannst du irgendwie Wasser noch produzieren? Geht das? Ich? Oh je. Weil ich habe gar keinen Platz, ohne Witz. Gar keinen Platz. Ich wüsste echt nicht, wo ich es hinmachen soll. Wasser. Ich muss mal kurz meine Wasserkarte gucken. Ich hab 57... gucken. Überschuss. Ja. 57? Das wird mir aber nicht angezeigt. Warte, hier nochmal hin. Zack. Reicht das jetzt? Jetzt habe ich 0. Wenn ich da jetzt noch einen hinbaue, dann kann ich ja hier schon wieder gar nicht hinbauen daneben, ja?
Ah, warte mal, dann reiße ich das hier mal ab, den Bereich. Zup. Den habe ich sogar mal ausgemacht. Wenn nicht planieren, nicht planieren! Alter. Ne, ich weiß es noch nicht. Jetzt bin ich angeblich bei 0. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es gleich sehen. Na, ich finde das irgendwie lächerlich. Naja. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich warten, dass ich mir hier diesen tollen Willis Tower bauen kann. So, wie viel habe ich jetzt im Überschuss? 166. Okay. Wasser. Wenn du kaufen Mach willst, das mit dem Abwasser nicht nochmal. Da war doch nie irgendwas mit irgendwelchem Abwasser. Uns Mach gefallen die hohen Steuern nicht. Ist mir doch egal. Stromausfall. Ey, jetzt kommt aber alles, ne? Jetzt kommt aber alles. Jetzt geht's los. Alex, Was? Du hast doch voll viel Strom. Ich habe 230 im Überschuss. Ja, bei mir steht 50,5, aber okay. Ich kann mir mein Essen nicht mehr leisten, weil die Steuern so hoch sind. Und Hauptsache, ey, jetzt mal ohne Witz, das erste, was es trifft, ist meine Uni, ne? Nicht irgend so ein unwichtiges Wohnhaus, nein, meine Uni hat keinen Strom und kein Wasser und gar nichts. Ich hab 6 Bewohner in meiner Stadt. Die Villa ihrer Träume. Am Arsch, schickt ihr euch. Was hast du? 6 Einwohner. 6 Einwohner ohne ein einziges Wohngebiet? Was war? Wo wohnen die? Straße. Ja. Ja, hin und wieder, ja. Hirnwäsche. GmbH, Hirnwäsche GmbH, oh, das klingt schön. Alter, ich mach viel zu wenig Gewinn. Irgendein unwichtiges Gebäude, ja, du so. Ja, Willis Tower, wir stellen ein. Ja, dann mach mal. Schwache Besucherzahlen. Ey, hallo, ich hab's gerade erst gebaut. Die Leute müssen erstmal merken, wie toll meine Stadt ist und dass mein Willis Tower viel toller ist als der von Alex. Wo ist denn Alex Stadt? Alex, ist das deine Stadt? Nein. Das ist deine Stadt. Oh, Alex Willis Tower sieht viel toller aus. Der ist nachts beleuchtet. Ja. Die Touristen sind super fürs Geschäft. Ich mache 36.000 am Tag. Leute? Ja? Okay, nee. Oh, hammer geil. Oh, geil. Wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir schließen. Ich habe den Willis Tower gerade erst gebaut. Komm schon, exportiert die Kacke. Also auf jeden Fall sind hier schon mal diese großen Busse aus der Dings, die pendeln auf jeden Fall schon mal hier rüber. Das ist schon mal ziemlich gut. Ach, ich habe keine Lust mehr auf die Stadt, die ist nur am Abfacken. Wir haben nicht genug Mitarbeiter, ey. Was willst du denn? Was wollen die hier? Was haben die für ein Busse Problem? Fahren hier teilweise im Kreis. Ach so, Bushaltestelle. Durchschnittliche Wartezeit heute 78 Minuten. Das heißt, wenn du einfach mal so einen Bus verpasst, ich warte mal so fast 2 Stunden auf den nächsten Bus. Muss ich mal vorstellen. Alter, hammer geil. What the fuck? Mit den Bussen fahren 670 Leute pro Tag? Alter, das ist krass. Das ist gut. Aha, so, jetzt läuft's. Braucht aber mehr Touristen. Noch mache ich Verlust. Komm schon. Oh. Heißt hier ist voll. Es ist gar nichts voll. Warte mal. Kommt da eine Feuerwehr auf und hilft euch oder kommt da keine Feuerwehr? Doch, da ist sie schon. Sehr gut. Auflöscheinsatz. Na gut. So, Maxis Mann, wie sieht's aus? Mach mal was. Ja, wollt ihr mal verkaufen? Hier. Oh, neun Handlanger. Einen schlecht bezahlten Job? Warum sucht man sich einen schlecht bezahlten Job? Naja, weil er wahrscheinlich ungebildet ist. Ach so, okay. Ja. Da kommt er, da kommt er! Möp, möp. Es hat zu lange gedauert, bis das Abwassersystem wieder lief. Was stimmt doch überhaupt alles gar nicht? Wie erhöht man jetzt eigentlich die Grundstückspeise von Gewerbegebieten? Auch mit dem. Mit Parks, ja. Von Gewerbegebieten? Ja. Stimmt doch, Gewerbe schon, aber Industrie nicht. Industrie geht nicht, aber Gewerbe geht nicht. Industrie von alleine. Je höher die Technik. Warum denn von Gewerbegebieten? Das ist auch so. Manchmal sagen die bei mir im Gewerbegebiet, ja, aber wir sind ein paar Parks brauchen. Hey, schon mach ich Profit. Schön. Achso, wir sollten ungefähr so 20 Minuten lang. Schockierender Mord lässt Zweifel an Polizei aufkommen. Weg sozusagen. Ja, dann macht Toro nicht so lange noch alleine weiter. Ein bisschen. Ja. Ich weiß gut, nicht. Bekommen wir da eine Besuche. Soll ich jetzt der Polizei vertrauen oder soll ich den Wutum auf die Arbeit schicken?
Ach, ich weiß es noch nicht. Wir machen den erstmal aus. Komm, Wuturm, geh mal weg. Wuturm? Ja, Wuturm. Aha, ist mir neu. Alter, okay. Hat Simoleons ist auf dem Weg zum Getränkeladen, bevor er schießt. Ja, das ist schön. Was willst du? Schon wieder den Bus verpasst. Der ist einfach losgefahren. Wow. Ganz schön schlimm. Das ist aber eine Halle. Das ist ja mal. Das ist ja nicht so fassen. Okay, die Gewerbegebiete upgraden sich. Haben wir Geld. Habt keine Angst. Fahr da hinten los. Was machst du denn? Keine Sorge. Was? Eine Verletzung im offenen Krankenhaus. Okay, also das mit dem Bus 1600 Passagiere pro Tag. Okay, das ist also echt hammerfett. Was? Hat Unterricht erhalten auf Mamas Wunsch. Direkt nach Hause. Alter, wir machen so wenig Gewinn einfach hier. Das kannst du nicht geben. Stadtbus, Passagiere 3 von 80, bitte. Was? Denen geht's so gut, die brauchen gar nicht so viele Leute hier. Hallo, warte, ich will den Bus markieren. Prozessoren. Prozessoren für den Weltmarkt ab. Ja, dann gib mal Gas hier. Hier weiß man ja auch nicht, was man da braucht und was nicht. Was? Die Touristen sind super fürs Geschäft. 6.000 pro Tag. Ach, das freut mich doch schon mal. Darf natürlich immer noch gerne ein bisschen mehr werden, aber ansonsten... Juhu. Was willst du mit Strom jetzt, ohne Witz? Schreibt uns vor der Anfrage jetzt, wo wir eine Universität haben. Können wir jetzt ein Großprojekt Solaranlage stecken? Nein. Das ist voll toll. Ja, aber nein, weil ja, ich kann das eh nicht alleine entscheiden. Ich habe eh nicht genug Geld, um das alleine zu entscheiden. So, wir bauen jetzt erstmal ein Forschungsprojekt und zwar für mich der saubere Kohlegenerator. Oh, grundfehlende, oh Gott, fehlende Kunden, ja. Ja, fehlende Kunden. Grund zur Freude, in der Stadt öffnet eine neue Raumfahrtfabrik. Niedrige Grundstückspreise, zu viele Verbrecher, schlecht ausgebildete Mitarbeiter. Die Steuern sind zu hoch. Schlecht ausgebildet. Hä? Noch warum, mehr. Warum sagt ein Gewerbegebiet ohne Handel nichts machen? Das hat doch gar nicht den Handelsdepot, ich bin ein Idiot. Oh, und der Pater ist wieder vorbei. Ja, okay. Okay. Also soweit läuft das ganz gut und auch hier in der... warum heißt die wieder anders? Der ist wieder in... Okay, dann ich nenne sie nochmal um. Hallo, dir ist klar, dass die Steuern gerade bei... Blatt. 10% liegen und dass das gar nicht viel ist. Räuber überqueren Grenze. Okay, gut, Area 51. Dann, bis zum nächsten Mal. Und jo. Nächstes Mal ist Alex, soweit ich das verstanden habe, nicht mehr dabei, oder? Genau. Ja, doch noch ein Part, aber. Ach so, ein noch. Okay. Ja, gut, ja, einer geht noch. Und dann bis morgen um 20:30 denke ich mal. Ja, denke ich mal, irgendwie so. Okay, bis dahin. Ciao. Ciao. Jo.